Hallo und willkommen zurück zu Dissens 4. Die sind alle Schule und Arbeit und der Josef kümmert sich gerade um sein Baby. Wo ist der Hund? Whatever. Ja. So. Ich habe folgende Pläne. Morgen haben wir ja den Heikos seinen Geburtstag. Dann werden wir verkleiden ihren Geburtstag abhalt feiern. Wir werden eine Hochzeit machen. Und ich werde hier im Frühling die Jahreszeiten verlängern. Denn ich habe das Gefühl, wir haben ständig Weihnachten. So, Mäuschen, du kannst Freundschaften schließen. Nicht immer. Wie sieht's denn echt bei dir aus? Nicht so gut, ne? Ja, also. Nee, geh mal frei. Ja, mach mal das. Das ist Inhalt promoten. Oh, egal. Beim Mäuschen sieht's ja gut aus. Mhm. Denn ich möchte, dass die Kleine jetzt ab bald mal Geburtstag hat, um aus diesem Trott mit diesem. Die geht in die Schule, die geht ins Theater, geht, dann ist sie müde, geht ins Bett. Das müsste, da müssen wir ein bisschen raushauen. Ich überlege gerade, ob wir Matze hier altern lassen. Aber ich glaube, es weiß immer noch nicht. Oh. Und die möchte Gassi. Mal ein großes Leckerchen. Küssen. Und dann bitten, das Geschäft zu erledigen. Nee, anders. Mach du mal. So, ansonsten ist alles wie immer. Ich habe offscreen, okay, altes Luder, habe ein bisschen an der Familie rumgedoktert, die, wo wohnt sie denn? Woanders wohnt. Die wohnt hier irgendwo. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo genau, da nicht. Da drüben. Die da drüben wohnt. Ich habe immer noch die Halloween-Deko an. Hm. Josef, mein Schatz. Du könntest dir mal kochen. Einen Winterkuchen. Jetzt mal. Und Gina hat Lexi in der Schule getroffen, das ist schön. Ja, machen wir den Winterkuchen. Mal kurz schauen, wenn wir halt das Geburtstag morgen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir mit dem Winterkuchen, ob wir da auch Geburtstagskerzen drauf machen können. Das wäre natürlich sehr geil. Oh, das ist doch viel wie traurig. Josef kommt gleich. Nein, noch besser. Heiko, Schatzi. Kannst du mal spazieren gehen, einen kurzen Spaziergang machen, bitte. Josef hat gekocht. Ha! Kippehoi immer! Oh, tell Jim Whipsy. Kannst du das Kerzen hinzufügen, bitte? Macht er das jetzt? Ja, füttert wieder bloß. Ah, oh, das ist ein Depp. Ach, Heiko wollte sich gerade ein Stück nehmen, heimlich. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, ich bin...
Ich glaube, wir lassen es altern, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Nubu Hangar. Als Babys sind die schon anstrengend, ne? Ach, jetzt schläft er. Ja, dann ist er gut. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt einfach. Wart nicht auf euch. Was mit der Verantwortung von Gina? Oh. Ja gut, die macht dann noch ihre Hausaufgaben, wenn die wiederkommt, dann ist gut. Gina? Muss nicht zur Theater, okay? Jetzt gleich. Nein, du gehst schon. Ja. Wir beobachten derweil, wie der Josef unseren kleinen Mats altern lässt. Oh, ho, ho, ho. Bam. Der kleine Mats. Wird ein Schammler. Yadibu! Ah, Janjo. Zapula. Zapula. Oh, oh, oh. Ha, ha, get that. Oh, Charnouf. Ich hoffe, wir können ihn jetzt erinnern. Ja. Das wird unsere heutige Folge. Das ist ja ein Traum. Dann ist der Tag schon fast rum. Und dann lasse ich Gina noch ihre Hausaufgaben machen. Babsani. Halt's Maul. Das ist süß. Für Aliens deaktiviert, okay. Körper- und Hautfarbe. Oha. So war er bisher. Wir lassen ihn aber so in diesem Blau, oder? Oder wollen wir das Blau nehmen? Wir haben jetzt nicht allzu... Ui, ja geil. Braucht er. Ne, schon in diesem Tarnplatz. Da passt das Oberteil nicht dazu. Das ist ja süß. Nimm das mal ein Braun. Haben wir die Hose auch noch in einer anderen? Ich finde das voll süß mit dem... Also, das ist wirklich niedlich. Immer so. Schuhe bekommt er natürlich auch. So. Oh ja. Oh ja, bitte. So ein kleiner Kellner. Mmh.
Party bleiben wir bei sowas. Gibt aber auch noch Schuhe natürlich. Was ist das jetzt zum Schwimmen, ne? Wenn es heiß draußen ist. Kriegt der junge Mann ein Feuerwehrauto? Oh, eine kurze Hose. Ja. Der ist schon süß, ne? Ne, bleiben wir bei dem. Aber mit Socken. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Warte hier an. Haben wir hier noch eine Mütze oder sowas? Wenn es kalt ist, braucht der junge Mann eine Mütze. Nee, bleiben wir schon bei dir. Und wenn es ganz doll heiß ist, bekommt der junge Mann ein Käppi. Ja, cool. Steht ihm. Nee. Ich will jetzt gar nicht so viel machen, ne? Wir können das Gesicht noch ein bisschen ändern, aber ich würde sagen, wir lassen es erstmal so. Das ist seine Alienform, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Kann man das nicht kopieren? Oh nein, man kann es nicht kopieren. Ernsthaft jetzt? Ich möchte, dass er doch dasselbe trägt. Was ist das? Dann hat man einen Oberkellner. Und die Socken in Schwarz. Bitte weg. Ja, der kann er das anziehen, das passt schon. Was hat er denn hier angehabt? Feuerwehr. Was da? Von links. Da hat er also einen Hut aufgehabt, tatsächlich.
ist süß. Der ist schon süß. Da muss ich noch ein bisschen erinnern. Das hat so angehabt, dann hat er die Hose dazu angehabt. Die aber in Schwarz. Und er hat die Socken. Oh, Handschuhe habe ich ganz vergessen. Brauche ich mal natürlich auch. Die Brille bitte einmal weg. Mein Gott, der ist schon süß. Der Kevin. Na, Kevin ist schon niedlich, ne? So. Ich muss mir ganz kurz auf Stumm schalten, ich habe die Sprachnachricht gefehlt. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Der Sachse hat geschrieben. So, der kleine Mann. Und der kleine Mann. Wo ist denn Josef jetzt hin? Also Josef, ernsthaft jetzt? Nimm den kleinen Mann mal bitte... Kannst du den nicht hochheben? Ja. Mehr Auswahl? Kann er ihn nicht? Kann ich mal ein bisschen das Sprechen beibringen? Heiko, du kannst mal nach Hause kommen? Mal im Topf gehen? Und dir dann noch was zu essen nehmen? Na, junger Mann? Gina ist zurück, sie ist angespannt, das ist okay, das verkraftet sie schon. Mach jetzt bitte einmal ihre Hausaufgaben. Kannst du den kleinen Mann hochheben? Ja, hochheben. Was hab ich jetzt gemacht? Lata, wie macht da war ich doch schon. Alles gut.
war ich doch schon. Manchmal war ich. Genau. Einmal hochgehoben. Und dann setzt du den kleinen Mann. Haben wir hier oben eigentlich ein Klo für den Jungen? Wir haben einen Hochstuhl. Haben wir hier oben keinen? Das ist schwierig. Unten haben wir aber eins, ne? Habe ich die Babyklos vergessen? Nee, da ist eins. Dann kannst du den jungen Mann mal hier unten Kevin hier absetzen. Gina macht ihre Hausaufgaben. Heiko ist noch im Topf. Ach, Gina. Da kommt der Kevin. Ist der jetzt schon geändert? Bin ich aufs Falsche gegangen? Kann das? Josef könnte dann hier schon bitte noch das Pflege-Outfit ändern in die Alltagskleidung. Und der kleine Mann? Sich selbst kommen. Bei Gina klingelt das, das war schon vorbei. So, perfekt. Der kleine Mann muss gar nicht so dringend auf den Topf. Die nervt ein bisschen. Hat er gar nicht so sehr Hunger? So, der Josef isst jetzt. Nee, der Josef isst nicht. Kann man das Kleinkind überprüfen? Also sich da noch ein paar Reste nehmen. Der Josef muss jetzt bald auf Arbeit. Der Heiko ist am Essen. Die Gina ist am Hausaufgaben machen. Das wird stressig. Lingo. Ich frag gar nicht erst. Bula, 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 Denso! Sollte ich fragen? Das war Heiko, die ganze Zeit voll geplubbert hat. Dag-Dag! Dag-Dag! Jana Zorpo, Laho Quark, Snoof. Gora Uchme, Benorv Gorg, Snorps. Buma Schmisne? Oh, Joreed. Imka Floof? Rina! Haha. Oop de shoo. Mir fällt gerade gar nicht dazu ein. Die Gina muss dann auch noch, hat aber auch Hunger. Hausaufgaben fertig, das ist schön. Nehmen wir mal mit. Wir machen das hier mal einmal auf. Dann ist hier ein Gericht. Hat keiner gesehen. Und solange es keiner sieht, kann ja keiner schimpfen, ne? Fellow Rue,
Ja, aber koi. Hagrid Planabe. Muss uns immer kennenlernen. Das Kleinkind überprüfen. China ist jetzt was. Wie geht da hin? Ich liebe das, wenn die noch so, so wackelig sind. Das ist voll süß. Nuklear Moment? Alles oh, gut bei dir? Jibs! Ich sprach Liebe. Oh, Jibla. Jibs. Tag verschönern. Knuddeln. Oh, Garza. Victor Trebane. Pelswa. Kazoi Traben. Pipped up Twenzy. Kimba. Plus Wanu. Steve. Und Tugabor. Nee, nicht mit Patchy Plauder. Was ist denn mit dir, Ticker? Ticky, du kannst dann mal hier auf Klo gehen. Und dann irgendwas machen, was dir Spaß macht. Mein Gott, dann. Nee, warte mal, geh mal nicht da drüben auf Klo. Jedes Mal klicke ich da drüber. Geh mal hier auf Klo. Und dann kannst du nachschauen. Kochkanal, guck mal, das macht doch bestimmt Spaß. Was ist denn los? Er ist traurig, weil. Okay, das ist schlecht. Ah, meet two toroats. A name Boomshark Glaffy. He's in a row. Yeah. Oh, Gosha. Shall go to Brogy. Und dann kannst du Kevin mal Essen geben, bitte. Und gibst ihm mal. Was gibt dem. Der Heiko wird der Apfelmus geben. Das ist ganz klar, Apfelmus, das ist gut für das Wachstum und so. Aber ja, so ist ja noch Mann. Würdest du dich bitte um das Kind kümmern? Hör mal auf jetzt. Fras Bobsel, Chichi, Hish Bipsel Lagouche. Der Typ. Nicht so. So. Der kleine Mann kriegt jetzt erstmal Apfelmus. Apfelmus ist gut, damit wächst man schneller. So, ja. Apfelmus. Gnadlerner Mann. Der Onkel Heidi. Gibt da jetzt richtig fett was zu essen. Ist voll geil. Apfelmus ist das beste Essen auf der Welt. Sag ich dir. Das hat meine Mutti immer früher selber gemacht in Simnitz. Apfelmus. Schaga. Okay, du setzt dich mal drinnen und du kannst schön essen, ne? Oh. Ich setz mich mal hier hin und guck doch dabei zu. Romdom. Also, uns ehrlich, süß ist er schon, der Kevin. Naja, gut. Das war halt das typische Kevin-Grinsen. Was geht denn da hinten? So. Kevin ist fertig mit Essen. Wird dann langsam müde. Und fehlt ein bisschen Spaß. Kannst du ihn mal hochheben, Mäuschen? Lass mal auf Fernsehen zu gucken. Ich habe. Pogemäuwe. Kleim. Und dann könntest du ja mal mit ihm. Spielen. Während der Heiko sich mal ein bisschen um seinen Freund kümmert. Fimpy,
Aha. Wolltest du nicht mit dem Kleinen spielen? Hä? Can Kuba Koiba? Awa, awa. Oh, Yves! Das, best for now! Oh, der muss dringend ins Bett, ne? Heiko! Womit der Heiko wird doch mit drin rum. Oh! Oh, Glaby! Yes. Oh, I'm all holly kay. Oh. Spielen. Yes. Nein, Heiko, du nervst. Heiko, weil du nervst, gehst du jetzt... Der ist wohl weg, oder was? Gehst jetzt schlafen, weil du nervst. Schlafen. Würdest du jetzt bitte mit diesem Kind spielen? Spielen jetzt? Mit Kevin spielen, genau. Vipentino! Und im Anschluss wirst du den kleinen Kevin gelaufen. Bist du stumm gelaufen? Wir brauchen nämlich ein Babybett. Haben wir ein Babybett? Also ein Kinderbett. Nur für Kleinkinder. Ach so. Ja, gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Mein Gott, was ist denn jetzt los? Und gibt's das Babybett in der Farbe? Das gibt's ja auch nicht in der passenden Farbe, ne? Nee. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Ich stell's mal einfach ein Haus vor. Ich hoffe, das stört jetzt keinen. Dann wirst du im Anschluss nämlich, Mäuschen, Kevin in den Schlaf lesen. Ja, Benjamin! Ja. Ebony, Zimze, Blaine. Hier bin ich mal bitte hoch. Wie, du kommst da nicht ran? Mann, was ist denn das jetzt? Müsste doch eigentlich rankommen. Dann machen wir das anders. Dann stellen wir das Nachtlicht da hin. Probieren das jetzt nochmal. Kevin in den Schlaf legen. Geht das jetzt? Ja. No. Das machen wir noch zum Abschluss der Folge. Ist irgendwas kaputt gegangen? Da schwebt ein Buch. Was ist denn hier los? Ich hoffe, die Ritter bewegen sich nicht eines Tages. Das finde ich voll gruselig. Die große Schwester kümmert sich, ne? Seht ihr das? Ich liebe das. Ich liebe das, wenn große Schwestern sich so... Ah, das ist toll. Der Kleine schläft wahrscheinlich so schnell. Fenusa, Fenusa, Lovo, Canathoi Banefi Vanti. Me Buv Mokosa, Poli Nide, Niborf Yavoba. Oh, Fenaya. Schläft er.
Oh. Schön. Dann kann die Gina nämlich ans Bettchen gehen. Die kann doch schnell sich hier mal kurz noch hinsetzen. Noch ganz kurz in ihr Tagebuch schreiben. Und danach geht sie schlafen. Und der Josef wird auch gleich schlafen gehen. Josef kann erstmal hier schauen. Das werfe ich mal weg. Ich hoffe ja, dass der Butler mal ein bisschen was macht. Kann der Josef nicht anstecken? Ja, das gefällt mir sehr gut. Was ist denn los? Morgen hat der Heiko Geburtstag. Ich lasse ihn noch fertig schreiben, dann bin ich die Folge. Gut, wir sind bei fast 40 Minuten. Was ist denn los? So war es gar nicht gedacht. Einem Antrum von Einhörnern. Oh, Mars! Friesack! Ich wollte sie das noch fertig machen lassen. Steckst in die Tasche und dann geht's schlafen. Oh, sie ist sehr müde. Irgendwie da drüben, Gott sei Dank. Und damit schlafen alle. Ich verabschiede mich für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.